Und es gibt ganze Bücher darüber, die beschreiben wirklich, mit welcher Präzision gearbeitet wurde. Und viele Male wurde gearbeitet von Menschen, die auf Biegen und Brechen, auf wissenschaftliche Art und Weise beweisen wollten, dass die Bibel nicht wahr ist. Und das Ende war, sie haben sich bekehrt. Das ist viele Male passiert, weil sie auf Granit gestoßen sind. Die Bibel ist ein sehr gefährliches Buch. Ja, ich kenne einen alternativ linksorientierten Mann, ehemals. Der hat sich mit der Bibel beschäftigt, weil er im Stadtrat einer westdeutschen Großstadt war und er wollte endlich mal seinen Kollegen von der CDU etwas über dieses Buch sagen und ihm sagen, wie widersprüchlich das alles ist. Und darum hat er sich vertieft in dieses Buch. Am Ende war er bekehrt und war nicht mehr links und grün alternativ, sondern Jesus extrem einseitig. Ja. Und Gott hat seine Familie geheilt und viele wunderbare Dinge getan. Und es gibt Länder, da kannst du über die Grenzen gehen, da fragen sie, haben sie Waffen oder Bibeln dabei? Die Bibel wird in eine Kategorie mit Waffen genannt. So viel Respekt haben sie vor dem Wort. Preist dem Herrn. Okay, lass uns etwas über die Natur des Wortes Gottes hören, weil das so wichtig ist. Und weil diese einfache Botschaft, ist nicht kompliziert, sehr, sehr einfach, hat mein Leben verändert. Und ich war viele, viele Jahre schon, fünf, sechs Jahre, war ich Christ, erfüllt mit dem Heiligen Geist, habe eine sehr dramatische Bekehrung erlebt. Aber als ich diese Entdeckung gemacht habe, was es wirklich auf sich hat mit dem Worte Gottes, das war für mich wie eine neue Erfahrung, eine neue Dimension an Sicherheit, an Kraft, an Freiheit und an Lösung von Problemen, die ich zum Teil von Kindheit her mitgeschleppt habe, als das Wort wirklich anfing zu wirken in mir. Und das fing alles an, indem ich einen einzigen Satz gelesen habe. Und wenn ich auf meinen Reisen bin, egal welches Thema ich bringe, ich rede immer darüber. Irgendwo zweige ich immer 20 Minuten ab und ich rede immer darüber. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das war eine Zeit, wo geistlich alles trocken war und wo ich nach einer erfrischenden Oase gesucht habe in meiner Dürre. Und ich las ein Buch von Derek Prinz, einem bekannten Bibellehrer, und da war ein Satz drin, und dieser Satz, beziehungsweise die Folgen dieses Satzes, haben mein Leben verändert. Kennt jemand Derek Prinz hier? Ein wunderbarer, gesalbter Lehrer des Wortes Gottes. Und dort stand ein Satz in diesem Buch. Es stand dort, Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und dieser Satz war für mich, der hat mich gepackt. Ich konnte nicht mehr weiterlesen. Also, weil ich nicht weiterlesen konnte, fing ich an, darüber nachzudenken. Und ich dachte, Mensch, der Teufel will mich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur Gottes. Dann muss es etwas auf sich haben mit der Natur des Wortes Gottes. Ja, was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Und ich war schockiert, weil mir nichts einfiel. Und ich stellte mit Erschrecken fest, wovor Derek Prinz warnt, ist schon mit mir passiert. Ich weiß nichts über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und ich habe eine Entscheidung gemacht, ich werde herausfinden, was es mit dem Wort Gottes auf sich hat. Und ich studiere jetzt die Bibel. Ich ging nicht zur theologischen Fakultät, wo ich zu der Zeit auch Vorlesungen nahm und fragte die Professoren, was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Sicherlich hätten sie da auf Wände von Büchern hingewiesen und hätten viele lange Erklärungen gehabt. Aber ich habe mir gesagt, nur Gott kann mir sagen, was es mit seinem Wort wirklich auf sich hat. Weder ich kann das, noch andere Menschen. Nur Gott kann sagen, was es mit seinem Wort wirklich auf sich hat. Ist das logisch? Macht das Sinn? Ja, natürlich. Und Gott sagt uns, was mit seinem Wort los ist. Also ging ich durch die Bibel und wo immer ich eine Stelle fand, wo Gott etwas über sein Wort sagt, habe ich das angestrichen und rausgeschrieben. Und so kamen einige DIN A4 Zettel zusammen, wo Gott etwas sagt über sein Wort. Und dann habe ich ein zweites Studium gemacht, darüber werden wir auch noch sprechen. Was sagt eigentlich Gott, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Und dann kam der nächste Schock. Ich war Christ, erfüllt vom Heiligen Geist, viele Jahre schon. Jesus war mein Erretter, Kind Gottes, in neuen Zungen gesprochen, alles da. Aber eisern und konsequent und hingegeben über Jahre habe ich fast niemals getan, was Gott sagt, was ich mit seinem Wort tun soll. Und das ist der Grund, warum so wenig Resultate da waren in meinem Leben. Und als ich anfing zu tun, was Gott gesagt hat, wie ich leben soll mit seinem Wort, kamen Resultate in Monaten, die nicht in Jahren kamen davor. In wenigen Monaten.
Lass uns hineingehen und dann werden wir noch ein bisschen beschreiben, was Gott sagt, wie wir mit dem Wort umgehen sollen. Gott sagt über sein Wort etwas sehr Fundamentales. Damit müssen wir anfangen. Es hört sich sehr platt an und manche gehen zu schnell darüber hinweg. Gott sagt, dass sein Wort Wahrheit ist. Die Wahrheit. Jesus betet, Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Wahrheit nicht in einem philosophischen Sinne in erster Linie, sondern ganz praktisch. Was bedeutet Wahrheit? Wahrheit bedeutet Realität. Wahrheit ist, so ist es eben. Wahrheit ist Realität. Das heißt, das, was Gott sagt in seinem Wort, stimmt mit den tatsächlichen Verhältnissen, die wir vorfinden, 100% überein. Wenn ich mich hier hinstelle und sage, hier meine schöne kleine blaue Kanzel hat drei Ecken, dann hast du ein Wort von mir gehört und dieses Wort stimmt mit dem, was du vorfindest, nicht überein, weil 1, 2, 3, 4 Ecken hat mein Ding. Wahrheit ist, das, was aus dem Munde Gottes kommt, stimmt mit den Gegebenheiten überein. Und das bedeutet Realität. Das bedeutet, dass man ein Fundament hat für das Leben. Und ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so ein philosophisch verwirrter Mensch war wie ich, der immer ein neues Weltsystem gesucht hat und immer suchen musste, weil das alte nach ein paar Monaten zusammengebrochen ist, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die in mein System nicht reinpassten und dann musste ich wieder basteln und werkeln und hier was leihen und da was ausborgen und den Rest selber zusammendichten und das war eine sehr anstrengende Arbeit. Aber als Jesus in mein Leben kam und ich entdeckte, das Wort ist die Wahrheit, ich habe einen Felsengrund auf einmal verspürt unter meinen Füßen. Wenn du etwas annimmst von Gott, das ist doch das Schöne. Weil das Wort wahr ist, das ist gleich die nächste Konsequenz daraus, ist es unveränderlich. Weil es wahr ist, muss Gott das nicht den neuesten Erkenntnissen anpassen. Gott muss nicht alle paar Jahre eine neue Bibel rausbringen und sagen, Leute, bei allem Wohlwollen, aller Liebe zu euch, aber die neuesten Forschungsergebnisse haben doch mich dazu bewogen, meine Verheißungen etwas zu revidieren und vorsichtiger irgendwie rauszulassen. Im Prinzip ist meine Liebe immer noch da, aber, und dann kommen so viele Einschränkungen, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt. Gottes Wort muss nicht neu geschrieben werden, es ist einmal gegeben. Gott sagt, bevor er es herausgibt, es ist siebenmal geläutert. Wiewohl schon das erste Mal, als das reingefunden wurde, wurde es noch sechsmal geläutert. Es ist absolut rein, klar und echt und wahr. Sein Wort ist die Wahrheit. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und das müssen wir ganz klar sehen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in dieser momentanen Bewegung des Wortes und des Glaubens auch betont. Denn die Vergangenheit der schwachen und besiegten und kompromissbereiten und ereignislosen Christenheit hat etwas zu tun mit ihrer Haltung dem Wort gegenüber. Es war nicht Gottes Wille, eine solch schlappe Christenheit über Jahrhunderte der Welt zu präsentieren. Und wenn wir zurückkehren zu dem Wort, dann reicht es nicht aus, dass wir in der Gemeinde sagen, ja, die Bibel ist das Wort Gottes oder vielleicht von der Kanzel. Sondern dann bedeutet das in unserem Leben, wenn die Bibel das Wort ist, das wahr ist, dass wir jetzt anhand dieses Wortes hingehen und unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Werte, unsere Normen, unser ganzes Denksystem sehr sorgfältig durchgehen und alles, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, schmeißen wir getrost beiseite. Und wenn du so etwas denkst, du wirst Freunde haben, oder wenn ich jetzt so etwas verkündige, ich habe immer wieder Leute, die sagen, oh, das kann man nicht tun. Weißt du, auch unsere Tradition hat ihre Werte. Gerade gestern bekam ich wieder einen solchen Brief. Wunderbar, was sie da gesagt haben in dem Seminar. Es war fantastisch. Nur mit einer Aussage kann ich nicht übereinstimmen. Und ich hatte damals gesagt an einer Stelle, und dazu stehe ich, ich habe gesagt, um nichts in der Welt würde ich in einen Gottesdienst gehen, von dem ich von vornherein weiß, dass dort das Wort plus menschliche Ideen und Philosophie und Tradition vermischt wird. Um nichts in der Welt würde ich dorthin gehen, freiwillig, und mir das anhören.
Und sie fand alles nett, diese Person, die mir geschrieben hat. Aber an der Stelle stimmt sie nicht mit mir überein. Ja, wenn sie dort nicht übereinstimmt, sie wird mit nichts übereinstimmen. Wenn wirklich das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann erwartet Gott von uns, dass daraus Konsequenzen kommen. Dass wir das, was nicht das Wort ist, über Bord werfen. Und wenn wir in einem Konflikt sind, und wir sind zumindest in Bereichen wie Ehe, Sex, Geld, Erziehung, Beziehungen, wir sind in Konflikt mit weltanschaulichen Angeboten. Psychologie, humanistisch getränkt und gespeist. Wir sind in Konflikt und wir müssen uns entscheiden zwischen dem Wort oder menschlicher Tradition. Beides zu vermischen ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr macht das Wort ungültig um eurer Überlieferung willen. Wenn wir das Wort erkennen, heißt das, das, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, getrost in den Mülleimer schmeißen. Menschen, die anders denken, humanistisch denken, haben wir zu lieben. Und wir haben niemanden anzugreifen und zu verachten. Aber für uns haben wir, wenn Jesus wirklich der Herr ist, Konsequenzen zu ziehen, nicht wahr? Und wir überprüfen unser Denken. Ja, was denke ich eigentlich über Krankheit? Was denke ich eigentlich über Geld? Was denke ich eigentlich über Sex oder ich weiß nicht was? Wir haben unser Denken zu überprüfen. Und wir werden bei dieser Überprüfung, die wir sehr gewissenhaft mit dem Heiligen Geist anhand der Bibel durchführen, wir werden entdecken, dass wir viele, viele Anschauungen und Werte und Vorstellungen und Überlegungen haben, die wir dachten, die sind christlich. Und sie sind doch nur humanistisch. Und wenn du verkündigst, die Bibel ist das Wort Gottes, ein paar Humanisten werden aufstehen und werden die Zähne zeigen. Weil der Humanist ist so tolerant. Er kann alles vertragen, nur nicht die Wahrheit des Wortes. Und da regt sich sein Widerspruch. Wenn du dich einfügst und sagst, ja, Jesus ist eine Wahrheit, ein Weg, sicher. Klar, sollen wir nicht verachten. Das müssen wir auch wahrnehmen, das sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Stellen wir in das pluralistische Angebot unserer Götter- und Heilslehren daneben. Warum nicht? Alles, was bereichert, sollte man annehmen. Aber wenn Jesus der Weg ist, sind die anderen Umwege und Irrwege. Wenn Jesus die Wahrheit ist, ist alles andere nicht die Wahrheit, was mit seiner Lehre nicht übereinstimmt. Und viele Leute haben verwirrte Dinge im Kopf. Sagen, ja, das ist wunderbar, was Jesus sagt. Aber man muss vorsichtig sein. Auch andere Möglichkeiten der Erlösung und des Heils gibt es. Denken wir an diese schönen, ausgefeilten Systeme der anderen großen Weltreligionen. Weißt du, so kleinlich wird Gott nicht sein und so intolerant. Wahrheit hat nichts mit Intoleranz zu tun. Denk mal zurück an deine Schulzeit, an die Auseinandersetzung mit deinem Mathematikprofessor oder Lehrer. Er konnte dich noch so gut leiden, aber in Bezug auf den Pythagoras hat er seine Meinung gehabt. Und entweder du hast es übernommen und dann lief es gut, oder du hast gesagt, ich mache es etwas anders und du hast dafür die Konsequenzen bekommen. Und das war kein Racheakt, sondern das war Konsequenzen aus Ablehnen von Wahrheit. Und du bist auch nicht hingegangen und hast gesagt, hey Professor, sind aber intolerant. In Bezug auf Wahrheit gibt es keine Toleranz. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann kann er nicht sagen, naja, ich weiß, das erregt den Ärger der anderen. Okay, ich formuliere es um und sage, ich bin auch eine Wahrheit. Hätte Jesus das getan, hätte er gelogen. Hätte Jesus verleugnet, dass er der Sohn Gottes ist, hätte er gelogen. Wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, hat das für uns Konsequenzen. Unser ganzes Denken und danach auch unser Handeln wird sich ändern. Und da ist der große Unterschied, empfinde ich, bei dem, was jetzt passiert, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das glaubt die Christenheit schon seit Jahrhunderten. Was neu ist, dass man anfängt, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und zwar ganz radikal und ohne irgendwo mit einem Fuß schon auf der Bremse zu stehen. Sondern man nimmt den Fuß runter und gestattet sich nicht wieder zu bremsen und sagt, was immer das Wort sagt, egal was für Traditionen und nette Vorstellungen oder Anerkennung anderer dabei drauf geht, wir folgen dem Wort. Und das Schöne ist, Gott, weil er sein Wort gegeben hat als Ausdruck seines Willens, ist mit uns. Menschen werden gegen uns sein, aber der Segen des Herrn ist mit uns. Gott bestätigt sein Wort. Wir brauchen diese Sicht,
die viele, viele Christen nicht haben. Sein Wort ist sein Wille. Viele kommen und sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, was dort geschrieben steht. Ich kenne die Verheißungen. Aber was wird Gott in meinem Fall tun? In meinem speziellen Fall. Das kann ich dir ganz speziell sagen. Gott wird ganz speziell für dich sein spezielles Wort halten. Er hält sich an sein Wort. Wir müssen dieses schizophrene Denken aufgeben. Ja, das ist die Bibel, aber wie ist Gott? Gott ist so, wie er da geschrieben hat. Und er wird mit dir umgehen und er hat die Segnungen parat, die er hier geschrieben hat, dass er sie für dich parat hat. Und wir brauchen keine Zusatzoffenbarungen. Wenn hier steht, dass dieser Segen jedem Christen gehört und du weißt, dass du ein Christ bist, dann weißt du daraus, dass es auch dir gehört. Und du brauchst keine Zusatzoffenbarung, du musst nicht beten, Herr, etwa auch für mich. Sondern das Wort ist das Wort und du musst das Wort annehmen und einfach dementsprechend dich verhalten. Gott hat gesagt, er wird sein Wort bestätigen. Er wird wachen über seinem Wort, Jeremia 1, Vers 12. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Oder dieses schöne Wort, Psalm 39, Vers 35. Ich will nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Gott hat gesagt, wie der Segen aussehen soll, den du hast. Und er wird es nicht ändern. Und wenn noch so viele Leute aufstehen und sagen, die Krankheit ist doch auch ein gewisser Segen. Gott hat gesagt, wie Segen aussieht. Er hat gesagt, wie Fluch aussieht. Und dabei bleibt er. Wahrheit ist nicht eine Frage von Mehrheitsverhältnissen, sondern Wahrheit ist, was hat Gott gesagt? Ich war mit einer Runde von geistlichen Pastoren oder Leitern zusammen und wir unterhielten uns über das Thema Befreiung. Und wir sprachen über diese Passage in Lukas 18. Nein, es ist nicht Lukas 18. Wo ist es mit dem Schalksknecht? Das ist nicht Lukas. Matthäus 18. Und dort sehen wir, dass eine Haltung der Härte, der Gnadenlosigkeit und der Bitterkeit uns überlässt, oder in diesem Fall in dem Gleichnis eben diesen Mann überlässt, Folterknechten, die in sein Leben kommen dürfen und ihn quälen. Und wir haben diese Wahrheit gelehrt und wir haben sie viele Male gesehen, bestätigt in der Seelsorge, dass es Befreiung gibt, dann, wenn man seine Bitterkeit loslässt. Und jemand sagte, der damit nicht einverstanden war oder das nicht richtig irgendwie annehmen konnte, ja, aber das steht nur an einer einzigen Stelle in der Bibel. Okay, wie oft muss etwas stehen in der Bibel, bis es wahr ist? Ein einziges Mal reicht aus. Wir brauchen nicht 20 Belege, wo wir dann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es doch stimmt, ist relativ hoch. Wenn Gott etwas sagt, dann hat er es gesagt, fertig aus. Sein Wort ist sein Wille und sein Wille ist sein Wort. Ich will nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Oder Jesus sagt diese wunderbaren Worte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist ein ganz praktisches Wort für mich. Weißt du, ich bin aufgewachsen, weil ich als Kind ungehorsam war und hatte irgendwie einen bestimmten Sog zu Kriegsfilmen. Und ich habe mir eine Fernsehserie bei Nachbarskindern, weil ich zu Hause das nicht sehen durfte, angeschaut. Es hieß der Zweite Weltkrieg im Fernen Osten. Eine Dokumentation. Und es war schrecklich. Aber ich fühlte mich dazu hingezogen. Das Ergebnis war, wenn ich an einem schönen Sommertag draußen spielte und ich hörte ein Sportflugzeug am Himmel brausen, ich kriegte Angstzustände, Panikzustände, dass jetzt diese Kamikaze-Bomber kommen würden, wie ich sie im Fernsehen gesehen habe, weil es dasselbe Geräusch irgendwie für mich war. Angstzustände. Und ich hatte Angst schon als Kind und hatte Albträume. Ich hatte Angst vor dem Atomkrieg. Aber dieses Wort hat mich befreit. Hier heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich wusste eins, ich baue mein Leben auf das Wort Gottes. Also was mich trägt, ist nicht Himmel und Erde. Was mich trägt, ist das Wort. Und wenn die Erde auch vergehen würde, das macht überhaupt nichts. Ich stehe auf dem Wort und deswegen bleibe ich stehen. Und das hat mich freigesetzt von dieser Angst. Nachts, wenn Sirenen war, Probealarm oder irgend sowas, oder irgendwo hat vielleicht ein Wald gekokelt oder was, und die Sirenen heulten. Ich lag im Bett und habe gezittert und geschwitzt und gedacht und Radio angemacht. Jetzt kommt gleich die Durchsage. Achtung, begeben sich in ihr Luftschutzraum oder irgend sowas. Ich war erstarrt von Angst und Panik als erwachsener Mensch. Ich rede jetzt nicht mehr von meiner Kindheit. Aber dieses Wort hat mich befreit. Ich weiß, dass viele Leute an verschiedensten Stellen Ängste haben, aber man darf sowas nicht sagen. Das Wort setzt frei.
Gott steht zu seinem Wort. Hier dieses schöne Wort. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Gott hat beschlossen, dich zu segnen, und glaub mir, er lässt davon nicht ab. Wenn du nur aufhörst, ihm im Wege zu stehen, er lässt davon nicht ab, er wird dich segnen, er wird dich heile machen, er wird dich stark machen, er wird dich festmachen, er wird dich frei machen, er wird all das tun, was er verheißen hat in diesem wunderbaren Buch. Noch eine schöne, schöne Aussage über das Wort Gottes, das so wichtig ist, die so wichtig ist zu wissen und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Gott sagt, dass sein Wort schöpferisch ist. Es ist eine schöpferische Kraft in seinem Wort. Was bedeutet das? Das bedeutet, in dem Wort selbst ist die Kraft, das hervorzubringen, wovon das Wort redet. Nimm ein Beispiel, 1. Mose, 1. Seite, 1. Kapitel. Alles war duster. Gott sagt, Licht sei. Das war, was er wirklich sagte. Das, so steht es im Hebräischen. Licht sei. Und weißt du, das Licht, das gar nicht da war, rief nicht vom anderen Ende des Universums, sagt, ich kann nicht, ich bin nicht da, mich gibt es gar nicht. Sondern das Licht, das noch gar nicht da war, war dem Worte Gottes gehorsam und kam in Existenz. So ist Gott. Er spricht und es geschieht, sagt die Bibel. So kamen die Sterne in Existenz, so kam auch diese Erde in Existenz. Glaub mir, wenn wir Steine aufsammeln und untersuchen oder Fossilien begutachten oder sonst irgendetwas tun, wir werden nie rausfinden, wie die Erde gestanden ist. Die Erde ist entstanden durch das Wort des Herrn und nur das Auge des Glaubens ist imstande, das zu sehen. Jemand sagte mal, etwas spaßig, aber sehr tiefgründig, welchen Jahrgang hatte der Wein, den Jesus beim Hochzeit zu Kana gemacht hatte? Ne? Der Speisemeister hat ihn geprüft, den Wein. Und es war eine vorzügliche Wein, besser als der, der als erstes aufgefahren wurde beim Fest. Ja, welchen Jahrgang hatte der? Wenn wir den dran gelassen hätten, den Speisemeister mit seinen Kriterien und seinen Erfahrungen, der hätte da lange gerochen und gekostet und getippt und wahrscheinlich wäre Jahrzehnte oder noch länger zurückgegangen und hätte gedacht, was ganz Edles, was ganz Altes. Und es war 5 Minuten alt. Wenn das Prinzip der Schöpfung dazu kommt, dann gehen diese ganzen Kriterien nicht mehr. Gott kann einen Fisch machen, der 20 Jahre alt ist. Aber er ist erst 5 Minuten alt. Das Wort Gottes ist schöpferisch. Er sagt, Jesaja 55, er redet vom Regen und vom Schnee, der runterkommt und die Erde nass macht, die Erde fruchtbar macht. Und dann sagt er, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Es wird nicht leer zurückkommen. Was heißt, es wird nicht leer zurückkommen? Das heißt, es kommt zurück, aber nicht leer. Nicht wahr? Wenn ich meine Tochter einkaufen schicken würde, zum Kaufmann sage, komme ja nicht mit leerer Tasche wieder, dann habe ich damit nicht gesagt, komme ja nicht wieder, sondern komme nicht wieder mit leerer Tasche. Gott sagt, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort Gottes wird gesandt und dann tut es etwas. Es vollbringt das, wozu es gesandt ist. So ist das Wort Gottes. Gott gebietet und es steht da. Und wir sehen, dass Jesus so geliebt hat. Denkt an diesen Feigenbaum, den er verflucht hat in Markus 11. Er sprach zu dem Baum, um seine Jünger zu lehren, etwas über das machtvolle Wort des Glaubens. Er sprach zu dem Baum und sagte, verdorre. Und ging einfach weiter und er wusste, es ist passiert. Und am nächsten Morgen kam sie wieder an dem Baum vorbei und Petrus sah, dass der Baum bis in seine Wurzeln verdorrt war. Ganz begeistert. Rabbi, der Baum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. In Klammern tatsächlich. Das war die Begeisterung des Unglaubens. Jesus wusste das schon seit 24 Stunden. Weil er wusste, was seine Worte bewirken. Er wusste, wenn er den bösen Geistern gebietet, auszufahren, fahren sie aus. Er wusste, wenn er dem Fieber gebietet, zu gehen, dann geht das Fieber. Er wusste, wenn er der Krankheit sagt, zu verschwinden, verschwindet es. Er wusste, als er Lazarus aus dem Grab rief, schon vorher, dass Lazarus herauskommen würde. Er hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Lazarus hat nicht gerufen, ich bin doch schon seit 4 Tagen tot, ich kann nicht. Er kam. Das war Jesus.
Und das ist so wichtig, dass wir diese Qualität des Wortes Gottes verstehen. Weil das müssen wir lernen. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und Gott möchte unter seiner Leitung und in seiner Abhängigkeit, dass du dieses auch erfährst. Du kannst es nicht wahllos und willkürlich machen. Jemand sagte einmal, das mit der Glaubenslehre und dem Wort bekennen, das ist ja nun der größte Quatsch. Da kann man sich doch nicht einfach hinstellen vor einem Schloss in den Alpen und sagen, es ist mein, es ist mein, es ist mein, und irgendwann würde man es kriegen. Das ist doch großer Unsinn. Ich sage, ja, natürlich ist das großer Unsinn. Wer lehrt diesen großen Unsinn? In der Bewegung, die ich kenne und der ich angehöre und wo das Wort studiert wird und wo das Wort des Glaubens verkündigt wird, habe ich solch einen Unsinn noch nie gehört. Du kannst erklären, was das Wort Gottes sagt, was dir gehört. Aber wenn Gott nicht gesprochen hat in Bezug auf dieses Schloss in den Alpen, wirst du noch in 50 Jahren da stehen oder wahrscheinlich schon umgefallen sein und dein letzter Schnaufer war, es gehört mir. Und dann fällst du um und es gehörte doch nicht dir, weil niemals Gott gesagt hat. Du kannst dich nicht proklamieren und per dieser Mechanik irgendwie ein Millionär werden oder irgend so ein Quark. Aber wenn Gott gesprochen hat, kannst du sprechen. Und dann sind deine Worte nicht normale Worte, sondern deine Worte sind das lebendige Wort Gottes. Und ich habe das manches Mal erlebt, das Wort Gottes gegen dämonische Kräfte, das Wort Gottes gegen Krankheit. Und siehe da, die Kraft ist in dem Wort, das hat mit mir und mit dir gar nichts zu tun. Die Kraft ist in dem Worte Gottes. Aber wir müssen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wir müssen lernen, was in der Situation zu tun ist. Und nicht aus eigener Kraft und eigenem Wunsch irgendetwas zu tun. Und es ist wichtig, das zu erkennen, dass Gott diese Qualität von Leben hat und dass er möchte, dass auf diese Art und Weise wir auch leben. Denn Jesus sagt dann, als er seinen Jüngern Glauben lehrt, er sagt, habt den Glauben Gottes. Das, was ihr gesehen habt, ist nicht etwas Besonderes gewesen, was nur mir zusteht, es ist der Glaube Gottes. Und ihr sollt diesen Glauben haben. Und wenn ihr sprecht zu dem Berg, hebt dich ins Meer, und ihr zweifelt nicht, dann wird es geschehen. Wenn ihr glaubt, dass das geschieht, was ihr sagt, werdet ihr das bekommen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wir werden darüber noch mehr hören, wie das praktisch aussieht, weil wir unbedingt eine Klarheit haben müssen darüber. Aber lass mich noch mehr sagen über das Wort Gottes. Das Wort ist nicht nur schöpferisch, sondern es hat auch noch ganz andere Qualitäten. Es ist eine Waffe. Das Wort Gottes ist eine Waffe gegen Satan und finstere Kräfte. Und es ist die Waffe, gegen die der Teufel hilflos und machtlos ist. Und als ich mit dem Wort anfing zu leben und nicht mehr irgendwie nur so wild um mich geschlagen habe, sondern gesagt habe, was das Wort sagt. Und mir hat sehr geholfen, dass ich genau wusste, wie der Wortlaut ist. Dass ich genau wusste, wie es dort geschrieben steht. Dass ich wusste auch, an welcher Stelle es steht. Weil dann konnte der Teufel nicht mehr frech zurückfragen, sondern ich habe gesagt, es steht geschrieben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus in der Wüste, erfüllt vom Heiligen Geist, und er war Sohn Gottes, Satan besiegt hat mit der Waffe, die auch dir zur Verfügung steht? Er sagt nicht, ich bin der Sohn Gottes, geh weg. Sondern er wandte eine Methode an, die auch dir zusteht. Die auch dir möglich ist. Er sprach das Wort Gottes. Er sagte, es steht geschrieben. Und wenn du so dem Teufel kommst, fällt ihm nichts mehr ein. Er wird viele Wenns und Abers und ja, aber guck doch mal hier und denk doch mal da und so weiter bringen, wenn du in deiner eigenen Kraft ihm widerstehst. Aber wenn du sagst, es steht geschrieben, hast du einen Standpunkt, der unerschütterlich ist. Gott sagt Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Das Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und wie wunderbar und genügend bist du ausgerichtet, wenn du ein verzehrendes Feuer hast und einen Hammer aus seinem Munde. Alles, was brennbar ist, zündest du an und es verbrennt, und was hart ist wie Beton, klopfst du klein. Mehr brauchst du nicht. Das Feuer und den Hammer. Und du machst die Festungen Satans nieder. Oder vielleicht bist du auch so wie ich früher. Ich ging in die Segel und sage, oh, sagte ich, Pastor, mein Herz ist so hart. Das Wort Gottes sagt, er würde mir ein neues Herz geben. Bete mit mir, dass ich ein neues Herz bekomme. Ein fleischernes Herz.
Ja, alles schön, alles nett, aber nicht biblisch. Die Bibel sagt, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, bin ich Teilhaber des neuen Bundes und ich habe ein neues Herz. Dann ein neues Herz zu suchen, heißt sich bei Gott zu beklagen, dass es nicht gut gemacht hat. Vielleicht fühlst du noch nicht, dass du neu bist. Aber der erste Weg, es zu fühlen, ist, es anzunehmen und nicht so zu tun, als hättest du es nicht. Gott sagt, das ist der Bund, den ich mit ihnen machen will. Ich will ihr steinernes Herz herausnehmen, ein Fleisch an das Herz geben. Und ich tat Buße darüber, dass ich so hart war und dass ich nicht empfinden konnte für andere Menschen und ging in alle möglichen Seelsorgesituationen und so weiter und so weiter. Aber als ich entdeckte, was das Wort sagt, dass das Wort ein Hammer ist, habe ich nicht länger beklagt, dass ich so hartes Herz habe. Ich sage, es ist wunderbar, das heißt ein hartes Herz, ich habe den Hammer. Und ich habe nicht mehr Zeit verschwendet zum Klagen, sondern habe das Wort genommen, den Hammer geschwungen und kräftig dreingeschlagen. Und dafür gesorgt, dass das Wort nach innen geht. Die erste Richtung des Wortes Gottes ist nach innen. Wenn es nach außen gehen soll, es muss erstmal in dir etwas tun. Und ein Großteil der Probleme, die wir haben, kommt daher, dass das Wort nicht genügend in uns getan hat. Und es ist wirksam in uns, es ist eine lebendige Realität. Aber lass mich noch etwas zur Waffe sagen. Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wenn du wirklich verstehst und es glaubst, dass das Wort Gottes, das gesprochene, lebendige Wort Gottes, ein Schwert ist, ein scharfes, zweischneidiges Schwert, womit du Satan verletzen kannst, deine Art, mit dem Teufel umzugehen, wird sich radikal verändern. Du sagst, mit dem Teufel umgehen? Ja, das will ich ja gar nicht. Ich bin froh, wenn er mich in Ruhe lässt. Armes Kindchen, du bist schon mitten in der Niederlage. Die einzige Art und Weise, in Ruhe gelassen zu werden vom Teufel, ist, ihn zu jagen und zu quälen und dreinzuschlagen, wo immer er sein Haupt erhebt. Das ist die einzige Art und Weise. Wie sagt schon der alte Preußenkönig, Angriff ist die beste Verteidigung. Also los und das Wort nehmen und kräftig dreinschlagen. Schonungslos, ermahnungslos. Psalm 18 ist so die richtige Richtschnur. Niederknüppeln alles, was sich da irgendwo nur so erhebt gegen unsere normale und schöne Beziehung mit Gott. Das Schwert des Geistes. Wir haben nicht nur Verteidigungswaffen, wir haben Angriffswaffen. Und wenn Gott sagt, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, wofür ist es scharf, wenn es doch nie sticht und schneidet? Es ist nicht nur symbolisch, dass wir mit uns rumtragen, sondern wir müssen bereit sein, es einzusetzen, anzuwenden. Es wirkt in uns zuerst einmal. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, bis es durchdringt Seele und Geist. Jawohl, nicht bei den anderen, bei dir. Bei dir dringt es durch und trennt Seele und Geist. Und weißt du, sehr, sehr viele Probleme kommen daher, dass wir Seele für Geist halten, dass wir Geist für Seele halten. Aber wenn das Wort sein Werk tut in dir, wenn es trennt Seele und Geist, was passiert? Der Heilige Geist hat Freiheit, sich deinem Geist mitzuteilen, ohne dass die Seele da reinmengt. Und Offenbarungen werden anfangen. Führung wird anfangen, Gott wird zu dir reden, Geistesgaben werden anfangen und du kommst in den Genuss deiner Erbschaft. Das Wort Gottes hat Kraft, dir das Erbe zu geben. Apostelgeschichte 20 oder irgend sowas, ich habe es aufgeschrieben. Hier, 20:32, befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat aufzubauen. Das Wort hat Kraft aufzubauen. Nicht wahr? Deswegen sage ich, wenn du etwas hörst, was dich niederdrückt, das war offensichtlich nicht das Wort Gottes. Das Wort hat Kraft aufzubauen. Und wenn du erst einmal das lebendige Wort geschmeckt hast, du sagst mir, es reicht mir nicht mehr aus, bis zum nächsten Sonntag zu warten, um wieder das lebendige Wort zu hören. Und du erkennst, es ist gar nicht notwendig und es ist nicht die einzige Art und Weise, das lebendige Wort zu hören, nur von der Kanzel durch andere Leute. Du kannst das lebendige Wort hören, indem du es aufnimmst, in deinem Herzen hast und sprichst und du hörst es selbst. Du solltest zu dir selber sprechen, das haben wir schon das letzte Mal uns angeschaut.
Das Wort Gottes baut dich auf. Wenn du nicht aufgebaut bist, überlass diese Aufgabe nicht anderen Menschen. Bau dich selber auf. Durch das Wort bau dich auf. Predige dir Gnade, predige dir Freiheit von Verdammnis, predige dir die Liebe Gottes. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Kommt der Glaube, kommt auch die Liebe. Was wir tun wollen, wir wollen Liebe fühlen, ohne dass wir sie glauben. Das ist unmöglich. Das klappt noch nicht mal in einer menschlichen Beziehung. Liebe muss geglaubt werden. Hast du schon mal gesehen? Da können Menschen so verletzt und verwundet und zurückgezogen und misstrauisch sein. Du kannst noch so lieb sein, wenn sie nicht anfangen zu glauben, dass du sie liebst. Sie werden nichts davon haben. Liebe muss geglaubt werden. Liebe ist eine Sache des Herzens. Und darum heißt es, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Liebe muss erkannt werden und dann geglaubt werden und dann kann sie erst gefühlt werden. Und wie kann sie erkannt werden, indem du in das Buch schaust? Wie kann sie geglaubt werden, indem du hörst von der Liebe Gottes? Wie hörst du von der Liebe Gottes? Indem du dir predigst. Predige dir. Sag, Mensch, Egon, du bist geliebt von Gott. Gott ist begeistert über dich. Und dein Herz sagt, wirklich begeistert? Oh, der ist so begeistert, er ist so glücklich über dich. Und Gott hat alles getan. Gott hat alles ausgelöscht. Am Anfang, wenn du wenig trainiert ist, das Wort zu hören. Du sagst, na, predige mal nur weiter, sprich mich gar nicht an. Aber wenn du wirklich das lebendige Wort hörst, irgendwann geht da was auf und es wird irgendwie freier. Man kann wieder durchatmen. Und irgendwie fängt man wieder an, sich zu freuen über Gott. Das Wort Gottes wirkt in uns. Es wirkt. Oder denkt an dieses schöne Wort von Jesus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Immer da, wo Bindung ist, wo Unfreiheit ist, müssen wir schließen, es gibt einen Mangel an Wort. Denn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Also muss Wahrheit rein. Und die Wahrheit wird ihr Werk tun. Das Wort erzeugt Glauben, haben wir schon gesagt, Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus dem Hören. Und das Hören aus dem Wort Christi. Das Wort ist Nahrung. Es ernährt uns. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und es gibt noch manche andere Dinge, die ich jetzt nicht genannt habe. Das Wort ist Reinigung und vieles andere schön. Das Wort ist Führung, das Wort ist Licht. Du weißt, wo du hingehst, du weißt, was dein Weg ist und so weiter. Viele fantastische Eigenschaften, die mit dem Wesen der Natur des Wortes zu tun haben. Und wenn wir das erleben wollen, und ich glaube, ihr alle wollt es erleben, das Wort als Waffe, endlich mal den Teufel von hinten zu sehen, das wäre doch was. Das Wort als Nahrung zu erleben, das Wort als eine Kraft in uns zu erleben, die Glauben entstehen lässt. Und der Glauben dann übernatürliche Resultate bringen kann. Damit wir das alles so erleben können, gibt es eine Bedingung. Und die ist ganz, ganz einfach und völlig logisch. Wir müssen mit dem Worte Gottes so umgehen, wie Gott sagt, dass wir damit umgehen sollen. Nicht wahr? Das tun wir, wenn wir irgendetwas kaufen. Du kaufst ja einen Videorekorder oder ein so ein Früchtezerkleiner, so ein Mixer oder was auch immer. Das Erste ist, du informierst dich, was sagt die Gebrauchsanleitung? Ja? Du nimmst nicht diesen Mixer da und malst da Steinchen mit und dann sagst du, ja, also hier können Sie Ihren Mixer wieder haben. Das Ding, das taucht ja absolut nicht. Schauen Sie sich mal die Klingen an, die sind ja völlig verbogen und das hat keinen einzigen Stein bei mir klein gekriegt. Also das Ding können Sie wieder haben, geben Sie mir mal das Geld, ich reklamiere. Keiner ist so dumm. Aber im Geistlichen sind wir so dumm, oder jedenfalls ich war so dumm. Ich wollte die großen Segnungen Gottes sehen, habe mich nie darum gekümmert, was sagt Gott über sein Wort. Was sagt Gott, wie ich leben soll mit seinem Wort. Als ich das studiert habe und ich bin durch das Wort gegangen, und es stehen sehr, sehr viele Aussagen darüber drin, die inhaltlich alle sehr, sehr ähnlich sind und zusammenhängend sind. Was sagt Gott, wie soll ich leben mit seinem Wort? Und da habe ich die Erklärung gehabt, warum in all den Jahren so wenig passiert ist. Warum keine Heilung? Warum keine Autorität über Satan? Warum kein Glauben? Und so wenig Gebetserhörung? Und so weiter und so weiter. Wenn wir leben mit dem Wort,
wie Gott sagt, dass wir leben sollen, dann haben wir diese Ereignisse. Dann haben wir das Wort in dieser Weise, wie Gott es uns beschreibt. Lass uns einige Passagen anschauen. Sprüche 4, 20 bis 22. Mein Sohn, merke auf meine Rede, neige dein Ohr zu meinen Worten. Ein aufmerksames Hinhören. Das heißt, während wir hören, erlauben wir uns nicht länger an etwas anderes zu denken. Was glaubst du, wie oft man, wenn man vorne steht und spricht, sieht, der oder die ist mit ihren Gedanken ganz woanders. Ganz woanders. Gar nicht bei dem, was jetzt wirklich wichtig ist und was gesagt wird. Und wir sollten das nicht zulassen. Wir sollten sagen, hey, wir hören jetzt zu. Jetzt hören wir das Wort. Und das ist das Wichtigste jetzt in diesem Moment. Und was wir morgen einkaufen oder kochen oder essen oder dies oder jenes, das ist jetzt unwichtig. Und wir können uns trainieren, richtig zu hören. Jesus sagt einmal an einer Stelle, so achtet nun darauf, wie ihr hört. Wir müssen darauf achten. Viele Leute müssen erstmal hierher kommen und lernen zu hören. Sie haben nie zugehört. In der Schule haben sie nicht zugehört, den Eltern haben sie nicht zugehört, der Polizei haben sie nicht zugehört, dem Richter haben sie nicht zugehört. Und nie haben sie zugehört. Ein Haufen Probleme, aber haben nie zugehört. Und mach eine Entscheidung, ich will endlich einmal zuhören. Und zuhören heißt, mich dem hinzuwenden, was ich jetzt höre, und die anderen Dinge mal beiseite zu lassen. Ganz und gar aufmerksam hingegeben zuhören. Neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht die Worte aus deinen Augen kommen. Das heißt, schau auf das Wort andauernd. Lasse dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Da haben wir den Schlüssel. All diese wunderbaren Segnungen sind daran gebunden, dass das Wort in unserem Herzen ist. In unserem Verstand oder in der Bibel verstaubt auf dem Bücherregal nützt überhaupt nichts. Das Wort muss ins Herz und dort entfaltet es seine Kräfte. Und es ist sehr, sehr einfach zu verstehen, wie das Wort ins Herz kommt. Sehr, sehr einfach. Danach braucht man Fleiß, das auch umzusetzen. Behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Hier haben wir das Interessante. Wir müssen das Wort Gottes finden. Das heißt nicht, du weißt Kapitel und Vers auswendig. Das ist nicht mit finden gemeint. Mit finden ist gemeint, den Zugang entdecken zu der Kraft, die in dem Wort steckt. Und das ist interessant. Gott hat die Kraft nicht einfach irgendwie wie so ein blankes, abisoliertes, Stromkabel irgendwo hingelegt und man stolpert nur drüber und wenn man es berührt, zung, dann geht es gleich hoch, sondern man muss das Wort suchen. Das wäre viel zu gefährlich, nicht wahr? Man muss das Wort suchen. Es ist Leben denen, die es finden. Und jahrelang habe ich nicht gewusst, was ist das lebendige Wort. Und ich habe dann gesucht, eben aufgrund dieser Aussage vom Derek Prince. Und ich habe gesucht und habe den Zugang gefunden zu dem lebendigen Wort. Es ist eine Realität. Und wenn wir dort nicht fleißig sind, wenn wir da nicht hingegeben sind, Zeit geben, wir werden das, wovon hier Gott gesprochen hat, eine machtvolle Waffe, Nahrung, Reinigung, Glauben erzeugend, Kraft, all das, wir werden das nicht erleben. Wir sind dann so wie einer, habe ich mal so als Beispiel mir ausgedacht, der hat noch nie in seinem Leben Nüsse gegessen. Ja? Du bist ein Nussfanatiker und du erzählst ihm von Nüssen. Wie süß die schmecken, die Haselnüsse, oh, fantastisch. So was Tolles. Also irgendwann machst du ihm so Appetit, ja, und er sagt, also ich halte es nicht länger aus, ich muss jetzt auch mal diese Nüsse kosten. Ja? Und er geht hin und er kauft sich einen Beutel voll Haselnüsse, voller Erwartung, greift da hinein, nimmt sich gleich zwei, tut die in den Mund, sagt, das wird aber nicht süß. Nein, ich bleib dran. Von wegen süß. Schmecken nach gar nichts. Ja, da muss man erstmal an den Kern kommen. Du musst den Kern finden. Du musst das Äußere weg beiseite tun. Und wenn ich nicht sagen will, dass es etwas gibt, was beim Wort Gottes wertlos wäre. Aber du musst den Zugang finden zu seiner Kraft, zu seiner Süßigkeit, zu seiner lebensspendenden Energie.
Und das kommt nicht zustande irgendwie mit eigenem Probieren, sondern indem wir leben mit dem Wort, wie Gott es sagt. Oder denk an Josua 1, Vers 8. Gott hat ihm gesagt hier, wie er damit umgehen soll. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Mit anderen Worten, rede ununterbrochen das Wort. Rede ununterbrochen das Wort Gottes. Sondern betrachte es Tag und Nacht. Nicht nur reden, sondern auch es betrachten. Innerlich so damit leben, dass du Tag und Nacht im Wort lebst, dass du das Wort träumst. Du kannst so voll sein vom Wort, du träumst nicht mehr Sünde, du träumst Herrlichkeit. Du träumst Heilung, du träumst Kraft, du träumst Sieg über Satan und finstere Kräfte. Muss ich sagen, ich bin über meine Träume nicht Herr, da macht sich mein Unterbewusstsein selbstständig. Weißt du, du hast zu viel Freud gelesen, tu das Wort hinein. Und dann träumst du, was die Bibel sagt. Und bevor ich neue Dimensionen Heilung gesehen habe, im Sichtbaren, ich habe Heilungsgottesdienste geträumt, ich habe meiner Frau vorgeschwärmt, du glaubst nicht, wie mächtig die Kraft war und was da passiert ist, es war fantastisch. Ich habe geträumt, wie die Heilungskraft sich manifestierte. Und wenige Wochen später gab es einen Durchbruch und Dinge geschahen, die ich niemals vorher gesehen habe. Du musst das Wort in dir haben, dass es in deiner Fantasie ist, dass es in deinen Gedanken ist, dass es in deinen Träumen ist. Betrachte es Tag und Nacht. Und dann heißt es dort wirklich besser als hier in meiner Übersetzung, aber ich weiß es auswendig, wie es da steht, dass du darauf achtest, danach zu tun. Und dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Oder sogar noch besser heißt es, du wirst erfolgreich sein. Du wirst Erfolg haben. Manche fromme Leute stören sich daran, wenn man von der Kanzel das Wort Erfolg benutzt. Sie finden es so weltlich. Aber Gott benutzt solche Worte. Gott will, dass wir erfolgreich sind. Und erfolgreich heißt nicht, dass wir 5 dicke Mercedes vor der Tür zu stehen haben, sondern erfolgreich heißt, dass wir in seinem Willen sind. Und dass wir tun, wozu er uns gerufen hat. Und dass er ein Segen auf unserem Leben ist. Dass wir eine harmonische Ehe führen können, dass wir Kinder haben, an denen der Segen zu sehen ist. Das ist Erfolg. Dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes zunehmen. Und wenn wir so mit dem Wort leben, heißt es hier, dann, damit du darauf achtest zu tun. Und erst wenn du so mit dem Wort lebst, wie es hier beschrieben ist, und wir werden das nächste Mal noch etwas mehr darüber hören, wirst du überhaupt darauf achten. Die Dinge werden dir erst einmal bewusst, wo du überhaupt etwas tun sollst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war voll mit Bitterkeit bis oben hin, hörte eine Botschaft über Bitterkeit, das hat mich kein bisschen angesprochen. Ich dachte, wovon redet der Mann? Als das Wort in mir wirksam wurde, sah ich meine Bitterkeit. Und als ich meine Bitterkeit sah, konnte ich darauf achten, danach zu tun, sprich zu vergeben. Und dann kam ein Schub von meinem Leben, wie ich ihn vorher nicht hatte. Erst wenn das Wort in dir wirkt, kannst du überhaupt achten darauf, was jetzt dran ist. Viele Leute gehen deswegen in die Irre, weil sie die Stelle, an der sie falsch abbiegen, gar nicht wahrnehmen. Denn in die Irre gehen, das bedeutet ja, man denkt, dass man richtig ist. Das ist ja das Schlimme. Nur wenn das Wort in uns ist, werden wir überhaupt sensibel und wir sehen die Dinge, die wir überhaupt tun sollen. Voll des Wortes, damit du achtest, danach zu tun, damit du dann erfolgreich bist und den Segen Gottes wirklich hast. Amen.